Kapitel 5 – Die Todessense. Joes Apartment, 20. Februar 1945. Na, mein Hübscher? Oh, hallo. Joe ist gerade nicht da. Er erwartet dich nachher zum Essen bei Freddy. Okay. Schade, dass du schon hinüber warst, als ich kam. Wäre nett gewesen. Hm, vielleicht nächstes Mal. Ciao. Oh, mein lieber Schwan. Hulala, eine frische Chica mal wieder hier gehabt. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2. Ja, wenn ihr euch wundert, dass sich meine Stimme vielleicht ein wenig anders anhört, ich wurde heute Morgen vom Blitz getroffen und deswegen hat sich so eine Erkältung angebahnt. Nein, natürlich nicht. Ich bin leicht erkältet. Man möge es hören oder auch nicht. Ich weiß ja nicht, wie beschissen ich mich anhöre, denn ich gucke ja meine eigenen Parts nicht. Ach, da ein paar Kippen. Man, hier erstmal was anziehen. So, mal wieder bei Freddy treffen. Hier hat der gesagt nachher, deswegen können wir ja noch ein bisschen rumlaufen. Oh, ausmachen. So, hallo. Ja, danke. Deswegen konnte ich auch gestern nichts aufnehmen, beziehungsweise noch nicht mal hochladen. Ob Skyrim... Ich höre immer noch ein Wasserangeräusch, unheimlich. Ob Skyrim heute on kommt, was es eigentlich sollte, ich weiß es noch nicht ganz. Diese Mistviecher hier... Gut, dann gehen wir einfach mal zu Freddy. Ich hoffe, der erwartet uns nichts Schlimmes hier. Tür zumachen. Jetzt kommt diese alte Putze hier wieder rein. So. Und ich hoffe, wir haben da mal einen ordentlichen Job zu erledigen. Ich könnte mal wieder was gebrauchen. Ist da hinten eigentlich irgendwas? Nein. Da war ja nur mal die Katze runtergesprungen, ganz am Anfang. Dämliche Kuh! Hör mal, komm sofort zurück! Bleib doch zu Hause, wenn du zu blöd bist zum Fahren! Oh, ich dachte, er sagt jetzt... Naja, eine von ihnen. Wenn du zu blöd bist zum ja, ihr wisst schon... So ich dir! Jetzt ist deine Karre dran! Sieh dir meinen Schlitten an! Na, lass mal die Alte in Ruhe hier! Dafür wirst du teuer bezahlen! Ich muss gehen! Sie muss gehen, hast du es nicht gehört hier? Wer zum Henker bist du denn? Jemand, der deine Mutter! Also halt's Maul und mach einen Abgang, solange ich noch gut gelaunt bin! Voll die Elvis-Haare, der Macker von der Alten? Na gut, dann bleckst du für den Schaden. Noch ein Wort. Und du brauchst neue Zähne. Und jetzt mach dich vom Hocker. Das war ein Wort. Ja, gerade voll verschüchtert, aber dann trotzdem irgendwie hier... Eine auf Prügelei. Naja, wenn er so will, dann soll er es bekommen. Ja, zack. Mal wieder ausweichen. Muss ja noch so ein komisches Fukushima-Blatt da kaufen. Oder Evoshima oder Ebola oder keine Ahnung, was er gerade gesagt hat. Ach, ist er tot? Das ist aber schön. Danke, Süßer. Hast was gut bei mir. Oh, Breakdance-Opa da. Was macht der denn? Morgensammlung ansehen? Danke. Vielleicht später mal. Kriegt ja noch einen Herzinfarkt, der alte Mann da. Hat dir gefallen, versprochen. Okay, ich muss los. Man sieht sich. Bye-bye, Schätzelein. Dass sich auch keiner wundert, was der Mann da macht. Ich glaube, den erschieße ich gleich mal. Ich mag keine breakdancenden Opas. Ich mag sie nicht. Ja, fahr den Opa mal in... Tja, das ist eben das Resultat daraus, wenn man Breakdance auf der Straße macht und über 70 ist, das kann ich nicht leiden. Da kommen gleich schon die Bullen, die wissen das natürlich sofort. Besonders, weil die auch gerade erst nach da gefahren sind. Kommen wir von hier. Bla 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 bla. Und so langsam passt die Musik auch zu der Jahreszeit, auch wenn ich es immer noch nicht glauben kann, dass denn schon in einem Monat Heiligabend ist, ja. Unglaublich hier, genauso unglaublich, wie ich schon wieder gleich einen Vollcrash baue hier am Anfang, ja, aus dem Weg. Blublaps, blablaps, blaps, bliblups, blublups, hier schon wieder mal Bullen, na, aus dem Weg. So, da ist eben eine Bowlingbahn. Ich hoffe, wir müssen nicht noch einmal öfter als dieses zu Freddys Bar, das ist dann doch schon ein bisschen lästig. Eigentlich müsste ich den Weg ja schon mal auswendig können, aber nein, ich doch nicht. Ich merke mir nur wirklich nötige Sachen hier.
Zum Beispiel, wie viel Quadratmeter meine Wohnung hat oder wie viele Leute ihre Handtasche auf die Straße setzen, ganz genüsslich und vorsichtig hier, geh weg und rein da. Ach, keine Mafia 1 Musik, schade. Hey, Vito, das ist Luca Guarino. Er will mit dir und Joe. Luca Guarino? Sehr erfreut, Mr. Guarino. Ach, den habe ich doch schon mal getroffen. Die Förmlichkeiten. Sag Luca zu mir. Setz dich, Vito. Was darf es sein? Nochmal dasselbe. Und zwar pronto. Ich habe von der Sache mit den Iren gehört. Ihr habt mich köstlich amüsiert. Ich muss euch wirklich gratulieren, Jungs. Ja, wie gesagt, ich mag keine Iren. Salute. Das habt ihr astrein erledigt. Nicht jeder hat die Nerven für so eine Nummer. Und nun frage ich mich, ob ihr bereit seid für den nächsten Schritt. Ja, klar. Was für ein Schritt? Ich rede davon, jemanden kalt zu machen. Nur weil ein anderer mit dem Finger auf ihn zeigt und ihr befiehlt, es zu tun. Ja, Joe hat einen sehr selbstverständlichen Blick, ist ja klar, wie immer. Weil es mir befohlen wurde, Leute, auf die der Präsident mit dem Finger gezeigt hat. Das ist gut, der Präsident, das gefällt mir. Wie die auch immer, Gedenkzeit zwischen den Dialogen brauchen hier. Ja, Präsident, ja. Also, die Bösewichte. Aber davon spreche ich nie. Verstehst du? Nein, eigentlich gar nicht. Ja. Ich verstehe. Ja, doch, dann schon. Wir brauchen nämlich Kerle wie euch, die Befehle befolgen, ohne blöde Fragen zu stellen. Wenn ihr den nächsten Job so gut erledigt wie den letzten, habt ihr gute Aussichten, in die Familie aufgenommen zu werden. Nachdem ihr die Aufnahmegebühr bezahlt habt. Oh, was für eine Ehre. Und wie viel ist das? 5 Riesen pro Mann. Das ist ja ein verdammtes Vermögen. Na und? So gut habt ihr Geld noch nie angelegt. Glaubt, die Investition macht sich bezahlt. Ist natürlich eure Entscheidung. Henry erklärt euch alles weiter. Bis demnächst. Ja, ciao, mein Freundchen. Hast du dich um unser Problem gekümmert? Ja, ja, ich hab alles im Griff. Henry ist... Ach hier, der oberste Don. Ach, immer schön den... Nicht nochmal. Ja, zu sehen hier. Sieht ein bisschen aus wie Salieri, muss ich ja mal sagen. Der kommandiert uns rum und wird dann wieder vom anderen rum kommandiert. Wie immer. Da kommt ihr ins Spiel. Wer ist denn der Glückliche? Ein Fettsack, der in unser Revier drängt. Er wurde gewarnt, aber er hält sich für unbesiegbar. Dann müssen wir ihnen ja wohl mal zeigen, wer hier der Boss ist. Es hat schon mal jemand versucht, ihn umzunieten. Und? Sagen wir, sie haben ihn leider ein wenig unterschätzt. Ihn oder seine Schergen? Eher ziemlich. Und jetzt schauen Sie sich die Radieschen von unten an. Ja, aber wir stellen uns nicht so dumm an. Ich habe eine Wohnung gegenüber von seinem Laden gemietet. Da legen wir uns auf die Lauer und warten, bis die fette Drecksau auftaucht und dann, bumm. Ach, einfach mal so eine Wohnung mieten, die da ganz zufällig leer steht, ist ja typisch. Und wo kriegen wir ein MG42 her? Von Harry. Ja. Er ist Kriegsveteran wie du. Da drüben in Kingston einen kleinen illegalen Waffen. Nun endlich mal zu Harry und nicht zu Brusky, wie ich hier mal den Fehler gemacht habe. Vor Ewigkeiten, wo ich noch jung war. Du brauchst keinen beschissenen Waffenschein dafür. Okay, Joe und ich fahren zu der Wohnung. Du holst das Maschinengewehr in Harrys Laden ab. Ist alles bezahlt. Sag, du kommst von mir. Wir treffen uns dann in der Wohnung. Sie ist in Sand Island, das Gebäude gegenüber der Brennerei. Apartment 233. Okay, Apartment 233, verstanden. Wir sehen uns dann gleich. Und bis später. Viel Glück, Alter. Das ist aber schön. Die sind natürlich sofort verschwunden und das Tisch ist auch schon abgedeckt. Was ist das für eine Kranke? Ach, vergessen wir es. Na, ciao, mein Freundchen. Bis bald, hoffentlich nicht. Oh, eine Handtasche ist sogar umgekippt. Na, du denkst, du kannst deine Zigarette den ganzen Tag nach unten halten, ne? Da hast du dich aber... Warum waren wir das? Das ist aber unglaublich. Wenn wir das waren, warum ist denn das Licht heile und das kaputt? Naja, verstehe ich nicht. Nicht so ganz. Hallo, lass mich mal vorbei, danke. So, und ich muss hier meine Mikrosteuerung immer mal parat halten.
Auch wenn das jetzt gerade ein bisschen sehr umständlich ist, aber falls ich husten muss, das ist ja eigentlich sehr ungewöhnlich bei einer Erkältung zu husten, weiß ich ja gar nicht, wie das kommt. Kann ja nicht sein, wie bin ich jetzt überhaupt darauf gekommen. Naja. Ja, die Musik gefällt mir dann schön, ganz, ja, gefällt mir gut, wollte ich sagen. So, dann mal schnell zu Henry oder Harry, ja, Harry meine ich. Gott sei Dank früh genug gemutet. So, nicht wieder zu Brusky, das wäre jetzt ein kleines Problem. Bla 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 bla. Bla bla bla. Blups, laps, laps, blups, dups, 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 dups. So, ich glaube, wir fahren ein ganz kleines Stückchen. Oh, zu schnell. Ja, es geht noch. Es geht. Die Bullen tun dann ja sowieso nichts. Ist ja egal, wenn man. Man soll 30 fahren und fährt 130, ist ja egal, ist das gleiche. Nur eine 1 und eine 0. Ach du Scheiße. Ja, der Wagen sieht ganz manierlich aus. Warum aussteigen? Ist jetzt für mich kein Grund, den Wagen zu wechseln. Ist jetzt auch kein wirtschaftlicher Totalschaden oder so. Nein. Er fährt und dann ist prima. Bla 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 bla. Wie wir da auch gerade über dieses Auto geflogen sind. Das hätte böse ausgehen können bei der Geschwindigkeit. Besonders, wenn wir noch nicht mal 100 gefahren sind. Riverside. Ach, da geht's nach Riverside. Dann fahre ich einfach mal geradeaus. Weiß ich natürlich, dass ich dann hier lang muss. Hab ja natürlich kein Navi oder so. Army, Navy. Park hier einfach mal ganz unauffällig. Oh nein, auf dem Weg. Nein. Ist ja egal jetzt. Ach, der hat sich wieder auf die Klappe gelegt. Stöhnt erst, wenn er schon fast wieder aufgestanden ist. Ach, hier, schöner Wagen. Hust, hust. Wer ist da? Ja, ich soll Henrys Bestellung abholen. Rein mit dir. Was für moderne Türgedönsel die auch schon haben. Naja. Hier die Tür versperrt, warum auch immer. Ach nee, jetzt kommt bestimmt wieder so ein langer Dialog. Ah, du bist also der Bursche, von dem Henry erzählt hat. Ja. Hast du die Ware für ihn? Ja, hier ist es. MG42. Made in Germany. Qualitätsarbeit, das muss man den Krauts lassen. Satte 11 Kilo. Kaliber 7,92. 1200 Schuss die Minute. Mhm. Ja, nicht schnelleres. Mhm. Ja, das würde ich auch sagen. Genau, genau, das wusste ich auch. Ist alles gut. Wenn's kein verfluchter Panzer ist, dann Sayonara, Baby. Hey, kleine Vorführung gefällig? Ach nee, nein, muss nicht sein. Ich kenne mich damit aus. Ich war auch in der Armee. Im Ernst? Leck mich am Arsch. Wo warst du? Lass mich ran. In der Normandie, hä? Nein, Afrika. Warte, nicht sagen. Operation Husky. Ach ja? Und als was? Als Schuhputscher. Putscher besonders. Scheiß, du warst der putscht immer die Schuhe. Ha! Das war ganz schön haarig. Es war jedenfalls kein Zuckerschlecken. Ich wurde verwundet und nach Hause geschickt. Und? Orden? Purpurherz und Verdienstkreuz. Boah, was ein Verdienstkreuz? Mann, die kriegt man nicht einfach nachgeschmissen für nichts. Ich war in der Normandie, Utah Beach. Brauch mich gar nicht spazieren. Im Rückweg bin ich dann über den Zaun geklettert. Mir an dem scheiß Ast das Auge ausgestopft. Ach, das ist aber egal. Pech. Für eine Entlassung hat's jedenfalls gereicht. Tja, ich muss jetzt wirklich los. Na klar. Hey, übrigens, ich bin Harry. Vito. Freut mich, Vito. Freut mich wirklich. Falls du mal wieder Edelstahl brauchst, du weißt ja, wo du mich hältst. Nee, ich stehe eher mehr auf Chromagan und so. Ich hoffe, du bist mit dem Wagen da. Die Braut ist ein Schwergewicht. Ach, ja, das kenne ich von zu Hause. Danke, Harry. Besser so schwere Braut und so. Karre ist in der Kiste. Und in dem Lieferwagen im Hof. Nee, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Greif zu. Alles schon bezahlt. Ja, dann bis bald. Wie auch immer der da oben dran kommt. Naja, ist ja mir eigentlich auch Schnurzpiep, wissen wir ja alle. Ja, bis dann. Wir können mal ein bisschen schneller gehen. Ich weiß gar nicht warum. Eigentlich ist das ja schnell genug. Wenn man über 80 ist, so wie ich. Weiß man, wovon man redet hier. Mein Fachgebiet. Und rein die Kiste.
Ah, ich dachte, da wäre Munition drin. Ich sehe da aber nichts. Na gut, dann mal los wieder hier rein da. Das ist bestimmt so eine Produktionsherstellung für Waffenschilder. Sie sehen alle gleich aus, ganz komisch. Und dass die Bullen das auch noch nicht kontrolliert haben, wenn da ganz groß Army Navy steht. Hä, ich hab den Führerschein hier. Zwar für M, aber ist doch egal. Kann trotzdem PKW fahren, sieht man doch. Wie perfekt. Hui. Geht doch alles super hier. Bullen halten mich auch nicht an, da muss doch richtig sein. Die sind geschmiert? Nein, das kann nicht sein. Das ist völlig ausgeschlossen. Schon wieder so Propagandaschilder da. Bla 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 bla. Wir können uns da jetzt auch nicht mal einen Burger kaufen gehen. Ach, das machen wir einfach mal. Ups. Ach ja, war nur das Licht. Ist okay. Kostet nicht viel, das zu reparieren. Nein. $200 oder so, das geht ja noch. Können wir verkraften. Bei einem Einkommen von 1097 pro 10 Jahre geht das ja. Ach, guten Morgen, ich dachte, Sir. Du bist Putzer hier, meine Alte. Was möchten Sie? Wenn das alles wirklich nur so wenig kosten würde, hier so ein schöner Hamburger nur. Hamburger. Nur 10 Cent. Das wäre ja. Hauen Sie ab, Mister. Was? Das wär's. Die hat wohl Probleme, oder nicht? Ich kann doch nicht einfach sagen, dass ich abhauen soll, wenn ich ihr gar nichts getan habe. Ja, hier, ja, geh weg. Mann, jetzt bin ich aber beleidigt hier. Ah, diese Jugend hier, ey. Besonders dann die weibliche Jugend. Ich will gerade sagen, ist das unser Wagen? Nö, dann eher der hier. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen geflasht von der Dame. Aber egal. Wenn ihr euch wundert, dass das zwischendurch vielleicht ganz, ganz minimal leise klappt, das ist dann, weil ich das Mikro gemutet habe und ganz unauffällig die Tastatur voll rotzen musste und so. Macht ja nichts, macht ja nichts.